Indiana, Episode 2 und der letzte Weinkrug. Nimm mit die Kamera, gut. Darf man überhaupt in die Kamera schauen? Erneut begeben sich unsere Helden auf unbekannten Boden. Diesmal durchstreifen sie die Weingärten der schönen Stadt Rust im Burgenland. Dankbar werden für Übergeordneten, die deine Geschicke lenken. Perfekt, danke für diese ausgezeichneten Interviews. Vielleicht machen wir dann noch mal ein Gruppenfoto vor dem Abend. Egal, wie schwer die bevorstehenden Aufgaben scheinen, mit effizienter Zusammenarbeit und einem guten Team ist man jeder Aufgabe gewachsen. Die silberne Anstecknadel als Traube, nicht? Vorsicht, Hacker! Das ist gut! Du musst flink, aber auch geduldig sein, um den besonderen Moment zu erwischen. Ah, wie ich diesen Anhänger voller Trauben liebe. Ein prächtiger Anblick. Komm zu mir. Und filmen. Wir haben kein Footage zu verlieren. Auch die gute alte Drohne war mit im Gepäck. Meine Kollegen fragen mich oft, kannst du eine Drohne fliegen? Naja, fliegen schon, aber das Landen ist eine andere Sache. Unbeobachtet schummelten wir uns an den Wärtern des Kirchturms vorbei und wagten den Aufstieg für eine noch wundervollere Perspektive der herrlichen Naturlandschaft. Der ist ja lieb. Warte, wo läufst du hin? Ah, der Weinkeller. Auch so manche alte Legenden erwachen hier unten wieder zum Leben. Kellerkatze. Da gibt's ja wirklich eine Geschichte. Das ist die Kellerkatze. Meistens der Schwarze. Die hüpft dann von einer Phase zur anderen. Meistens bleibt sie am Weg. Unglaublich. Und natürlich war es unsere Aufgabe, uns auch mit den Produkten vertraut zu machen. Fühl mich nicht, ich bin uninteressant. Der Drohne geht's auch gut. Sie hat scheinbar einen Schutzengel. Das ist echt gut, das ist echt cool. Cool, das ist. Die außergewöhnlichsten Abenteuer sind immer noch die, die man mit seinen Freunden erlebt. Bis zum nächsten Abenteuer.